Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Und Hut auf, Fernsehen an. Fernsehen ist immer unser erstes. Und es wird windböig, aber leider kein Regen. Und wir haben ein Problem. Oh, der die ganze Nacht durchgearbeitet. Robin. Wow. Was ist denn das eigentlich? Was ist denn das dahinter? Hä? Was bist denn du? Was ist denn das? Merkwürdig. Schnuffel, ich hab dich gestern gar nicht gesehen. Wo warst denn du? Ich hab keine Ahnung. Ach, da! Oh no! Ich hab dich echt nicht gesehen. Wenn der Baum noch größer wird. Wahrscheinlich war der Baum so klein und deswegen hat man den immer gesehen und dann war er zu groß. Aha. Supi. La la la. Achso, ja. Das stimmt. Die haben wir vergessen. Die haben wir tatsächlich vergessen. Da, 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 da. Nee, du sollst hier bitte den nehmen. Da, da. 1, 2, 3, 4. Ihr seid aber heute weit runter gekrochen. Und trotzdem fehlt wieder einer. Bestimmt Knuddel. Knuddel ist immer ein bisschen von der Herde entfernt. Jetzt wollen wir schauen, ob das wirklich Knuddel ist. Wo ist denn der Vierte im Bunde? Da. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob das Knuddel ist. Ob der sich einfach mit denen nicht so versteht. Tatsächlich. Schaut an. Knuddel, immer so ein bisschen der Außenseite hier, ne? Interesting. Sehr interessant. So, wir müssen noch eine Kuh kaufen. Ich bin mal gespannt, ob wir das Geld für die Kuh haben. Ich meine, was braucht man noch für eine Kuh? Außer Geld. Kann man nicht vorstellen, dass wir noch irgendwas brauchen. Was ist denn das hier in der Mitte? Das sieht doch ganz anders aus. Oder? Was ist das für eine Pflanze? Haben wir dann noch... Ich glaube, da haben wir eine... Weil ich da auch wieder was rausgemumpelt habe. Da habe ich wahrscheinlich was raus und da habe ich irgendwas wieder rein, ne? Gesetzt, glaube ich. Irgendeine gemischte Saat oder so. Es wird praktisch eine Überraschung werden. Es wird eine totale Überraschung. So, haben wir jetzt die... Die haben wir zur Sicherheit. zur Sicherheit gieße ich einfach nochmal die seltene Saat. Man weiß ja manchmal nie. Man kann es ja nie wissen. Manchmal ist es irgendwie ein bisschen blöd mit der Gießerei. So, aber das ist mal klappt. Das klappt hervorragend. Langsam wird es hier ein Wald, ne? Müssten wirklich mal abholzen, aber ich mache da noch irgendeinen grundlegenden Fehler bei meinem Wald. Denn irgendwie sind hier ja die jungen Bäume, die stehen immer vor denen, die schon ausgewachsen sind. Deswegen... Ja, es ist echt ein bisschen blöd... Nein, ja. Es ist echt ein bisschen blöd dann mit dem Schlagen, ne? So, wir schauen mal kurz rein. Oh. Was haben wir denn hier? Hier ist auf alle Fälle die Tränke. Hier haben sie dann ihr Heu. Aber was ist da drin? Was kann man hier rein? Kommt dann eventuell Milch? Für unsere Kuh? Können wir die Milch dann hier rausholen? So, wir holen uns jetzt eine Kuh. So, Mani. Ich bin auf dem Weg.
Ich bin auf dem Wege. Ich hoffe, du hast eine Kuh. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie viel Heu die frisst. So, Mani, ich bin da. Ja, Tiere kaufen. Eine Kuh. Wie viel kostet eine Kuh? 1500. Eine Kuh. Wie heißt unsere Kuh? Kuh Elsa. Auf besonderen Wunsch. Ach ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche irgendwie habt, ne? Dass ich irgendwie ein Tier benennen sollte, dann sagt's an. Oder wollen wir zwei Kühe? Also viel Heu haben wir nicht. Na, wir können ja mal schauen, wie viel Heu die überhaupt frisst. Dann können wir ja uns noch eine Kuh anschaffen, ne? Wenn wir sehen, okay, vielleicht bekommen wir sie ja doch über den Winter. Oder selbst wenn wir ein bisschen was nachkaufen an Heu. 38 ist nicht die Welt, sag ich euch. 38 und für jeden Tag 4 Heuballen? Bist aber bisschen ein Kalb. Elsa schaut neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Sie gewöhnt sich erst noch an ihr neues Zuhause. Ja, dann. Hier. Also ich glaube, du gibst noch keine Milch dann, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Sag mal, kannst du auch raus hier? Ich mach mal auf. Aber ich habe sowieso kein Heu oder sonst was hier. Also, du kannst da draußen sowieso nichts fressen. Du kannst aber glückliche Kühe sind nun mal Freilandkühe, ne? So, wir gehen mal rüber zu Clint. Oh, nee, der macht schon um 15 Uhr zu, oder? Ich glaube, Clint macht um 15 Uhr zu. Schaffen wir wahrscheinlich wieder gar nicht. Es ist ewig weit bis da rüber. Ja, wir schauen nachher nach. Wenn wir bei Clint drin waren. Schaffen wir nicht, ne, oder? Clint! Mach nichts, der macht genau vor uns. Da, 15 Uhr. Ich nehme an, der zu. Boah, das geht aber auch schnell. Oder hast du bis 16 Uhr auf? So, Achso, wir wissen es ja sowieso nicht. Ich wollte ja eigentlich nur mal schauen. Hier, Stahlspitzhacke. Aha. Ja, Eisenbarren. Aber da muss ich tiefer in die Mine, um überhaupt Eisen zu schürfen wahrscheinlich. Schürft man überhaupt Eisen? Ja, ne? Ja, schon. Yeah, Breche erstmal meine Geode auf. Was sind das? Eisen? Nee, ein Erdkristall. Ja, was kann man denn eigentlich bei dir... Kann man da ein Eisenerz? Ja gut, Eisenerz müssen wir schürfen. Aber das kostet 150. 150. Und wir brauchen ja bestimmt, um Eisen herzustellen, 2 von dem Eisenerz. Wisst ihr? Das ist... Wie viel brauchen wir nochmal? 5. Brauchen bestimmt 10. Sind 1000 noch was. 1500 oder was weiß ich. 1500, ja gut, 1500, ne? Aber wir haben dann eine anständige, wir haben dann zumindest eine anständige Schürfaxt. Sollen wir die Ausgaben machen? Ich bin wirklich, wir wissen ja auch gar nicht, ob, können wir eigentlich überhaupt das Eisenerz schmelzen? Hm.
keine Fehlinvestition. Ne? Das hat uns einfach jetzt hoffentlich reicht das Geld für den Winter. Ah, wie geht's denn, Willi? Und? Fischt was? Oh. Was denn? Husten? Ja, ja, in meinem Alter. Naja, wenn Fischen wieder etwas beliebter wird, erweitere ich vielleicht mal meinen Laden. Das mache ich. Ja, Fischen ist so ein Ding. Wir haben auch schon lange nicht mehr gefischt, muss ich sagen. Obwohl wir jetzt... Ach, Fischen! Na Moment, mit Fischen können wir ja auch ein bisschen Geld machen. So ist ja nicht, ne? Na, bist du näher mit Alex befreundet? Nee, beim besten Willen nicht. Also, nicht, dass ich wüsste. Ach so, halt, wir wollten noch den Auftrag anschauen. So, Mani braucht Karpfen. Okay. Mani, du brauchst Karpfen. Mani braucht Karpfen. Ja, ich habe ihn vorhin schon gesehen, übrigens. Nicht, dass er denkt, ihr habt den nur gesehen. Den habe ich nämlich auch gesehen. Bäh. Seht ihr jetzt mit meinem neuen Zaun? Habe ich nämlich diese verrückten Hühner aus meinem Piep draußen. Ne? So, wo ist verdammt. So, Karpfen. Wo kriegt man denn... Oh, das war nix. Bin's gar nicht mehr gewöhnt zu fischen hier. Wo gab's denn hier Karpfen? Wo gab's denn hier eigentlich Karpfen? Ich brauche den Karpfen. Nein, kein Schwarzbarsch. Gab's in dem Tümpel hier Karpfen? Was machst denn du hier? Genau, genau hier. Hier dran. Da ist er. Der dickste Karpfen, den es gibt. Und? 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 Nee, das schaffe ich nicht. Ja, hier gibt es nur Schwarzbarsche. Wo gab es denn Karpfen? Das bräuchte ich Karpfen. Ich habe aber keine Karpfen. Ich habe einfach keine Karpfen. Was soll ich denn tun ohne Karpfen? Na, sagt mir schon mal. Na? Nu? Oh Mann, no. Ei, verbipscht noch eins. Nein, nein, nicht noch eins. Noch eins. Wo ist denn hier auf dem See? Ach, hier. Hier vielleicht. Moment. Wohl, im Fluss gibt's eigentlich keine Karpfen. Im Fluss gibt's wirklich keine Karpfen. Es gibt nur in Seen Karpfen. Wenn ich jetzt hier einen Karpf reiß, dann wär's im Grunde wär's nicht realistisch. Gibt es vielleicht Forellen? Oder einen Schwarzbarsch? Wo haben wir denn das letzte Mal Karpfen raus? Sagt mir's mal. Ich weiß es echt nicht mehr. Sag mal, hat man nicht... Wir sollten vielleicht mal einen Fisch behalten. Nur so... Huch! Der hat mich verarscht. Der hat mich total verarscht, der Fisch. Ja, ich weiß es eben nicht. Ne? Das ist wieder ein Schwarzbarsch. Ja, hier kann es ja auch im Grunde... Im Grunde... Im Grunde... Im Grunde... Im Grunde... Im Grunde...
ist es ein Fluss. Und Karpfen gibt's nur im stehenden Gewässer. Das weiß doch ein jeder Angler. Oder vielleicht mal da unten? War nicht beim Mahnen noch irgendwo da unten ein See? Doch, ne? Vielleicht gibt's ja da unten Karpfen. Da gibt's gar nichts. Und schon gar nicht nachts. Die schlafen alle, die Fische. Ah, danke. Okay, wir gehen heim. Genug Unsinn gemacht. Genug Unsinn gemacht. Da, der Joja-Markt. Das Ungetüm. Der Feind. haben wir noch irgendwas zu tun? Mayonnaise raus aus dem... Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, es sollten noch ein paar Mayonnaise... Ein bisschen Mayonnaise. Dann können wir es noch verkaufen. Ja, und Q-Elsa. Q-Elsa, gab's da nicht mal einen Film oder sowas? Komm, ist so bekannt vor Q-Elsa. Q-Elsa. Oder war das irgendein Sketch? Wartet mal. Die Aubergine kann weg. Der Pilz. Einen lassen wir mal hier, den anderen verkaufen wir. Eisenerz. Achso, ja, apropos Eisenerz. Apropos ja Eisenerz. Das können wir gleich mal ausprobieren, wie viel wir da reinhauen müssen, damit wir eins bekommen. Nee, Eisenerz braucht doch. Und Kohle. Was mache ich denn damit? Keine Ahnung. Lass uns mal hier. Achso, wo haben wir denn eigentlich immer die Fische hin? Haben wir überhaupt noch? Wir haben gar keine mehr, ne? Obwohl die Fische. Nee, halt. Die Fische verkaufen wir. Den einen habe ich ja schon drüben hin. Ich weiß, es ist schon wieder ewig weit hin. So, jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal schauen. Zumindest will ich es nochmal schauen. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir zwei von den Dingern haben, um ehrlich zu sein. 8. Passt eigentlich. Nee, 3? 3? Wieso 3? Hä, da waren es doch hier 8. Und dann 3? Ach doch, 20. Oh Gott. Echt? Wirklich? So viel muss ich hier reinhauen, um... Oh. Achso, das machen wir. Oh. Ich ahne Schreckliches. So, ich sag ciao, ciao. Thank you.